Guten Abend, verehrte Zuschauer. Mindestens 8 Menschenleben hat ein Lawinenunglück in der Nähe des Schweizer Wintersportortes Zermatt gefordert. Die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten musste am Abend eingestellt werden. Sie soll morgen fortgesetzt werden. Es ist das schwerste Lawinenunglück in der Schweiz seit 15 Jahren. Die abstürzenden Schneemassen rissen auf der Straße, die Zermatt mit dem Nachbarort Tesch verbindet, einen Kleinbus und einen PKW in die Tiefe. Beide Fahrzeuge wurden im Tal unter einem riesigen Schneekegel begraben. Wenige Stunden nach dem Unglück konnten die Rettungsmannschaften 8 Fahrzeuginsassen nur noch tot bergen. Nach Angaben der Zermatter Polizei besteht wenig Hoffnung, die 2 Vermissten lebend zu bergen. Unter den Todesopfern sollen sich auch 3 deutsche Touristen befinden. Die einzige Zufahrtsstraße nach Zermatt ist jetzt gesperrt. Sie darf nur noch von Ärzten und Taxis befahren werden. Der polnische Arbeiterführer Walesa rechnet für den kommenden Montag mit massiven Protesten gegen die geplanten Preiserhöhungen für Lebensmittel. Die Aktionen sollten von den Betrieben ausgehen, da die Führung der Gewerkschaft Solidarität dies aus organisatorischen Gründen nicht vorbereiten könne. Der Kampf ums Brot und die Freiheit ist unsere heilige Pflicht, heißt es in einer Erklärung Walesas. Am Montag sollen die Preise für Mehl, Brot, Zucker und andere Lebensmittel bis zu 40% angehoben werden. Pläne für noch umfangreichere Preiserhöhungen hatte die polnische Regierung nach einer Streikdrohung der Gewerkschaft Solidarität zunächst zurückgenommen. Der Streik der britischen Bergarbeiter steht offenbar kurz vor seinem Ende. Die Entscheidung fällt morgen auf einer Delegiertenversammlung der Gewerkschaft. In 6 großen Kohlebezirken sind bereits die Weichen gestellt worden. Ohne ein Abkommen mit der staatlichen Kohlebehörde und ohne Bedingungen wollen die Kumpel dort in die Zechen zurückkehren. Im größten britischen Kohlerevier in Yorkshire dagegen wollen die Bergarbeiter den Streik nur abbrechen, wenn 700 entlassene Kumpel wieder eingestellt werden. In Montevideo sind US-Außenminister Schulz und Nicaraguas Präsident Ortega zusammengekommen, um über die Spannungen zwischen beiden Ländern und das Krisengebiet Mittelamerika zu verhandeln. Der amerikanische Außenminister sprach sich für die Fortsetzung des Contadora-Friedensprozesses aus. Ortega erneuerte sein Angebot, 100 kubanische Militärberater nach Hause zu schicken. Vor Journalisten bekräftigte Schulz die amerikanische Forderung nach dem völligen Abbau der sowjetisch-kubanischen Militärpräsenz in Nicaragua. Schulz sagte, Nicaragua dürfe nicht mehr Ausgangspunkt für Aktivitäten sein, die darauf abzielten, Regierungen benachbarter Staaten zu stürzen. In Athen wurde ein Bombenanschlag auf die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland vereitelt. Nach einem anonymen Anruf fand die Polizei den Sprengkörper in einem Pappkarton vor dem Botschaftsgebäude und konnte ihn entschärfen. In einem Flugblatt bekennt sich eine griechische Terroristenorganisation zu dem Anschlag und unterstützt gleichzeitig Forderungen von Häftlingen der Rote Armee-Fraktion in der Bundesrepublik. Die Tarifparteien der chemischen Industrie haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die 660.000 Beschäftigten geeinigt. Danach steigen die Löhne und Gehälter um 3,8% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für ältere Arbeitnehmer wurde ein Vorruhestand vereinbart, der für Behinderte ab 58, für Schichtarbeiter ab 59 und für alle anderen Beschäftigten ab 60 Jahre gilt. Sie erhalten als Vorruhestandsgeld bis zu 75% ihres bisherigen Bruttolohns. Alle Arbeitnehmer ab 58 Jahren haben Anspruch auf eine 20-Stunden-Woche. Für die ausgefallene Arbeitszeit erhalten sie 70% des ausgefallenen Lohnes. Die 40-Stunden-Woche wurde bis 1988 festgeschrieben. Eine Parade historischer Lokomotiven ist bis morgen in Frankfurt zu bewundern. Anlass dieser Riesenschau das 150-jährige Bestehen der Deutschen Eisenbahn. Hier kann jeder Bürger für eine Stunde reisen wie einst die Prominenz. Für 20 Mark im alten Kanzlerwagen. Aber auch ein Blick in die Zukunft wird den Besuchern auf dieser Jubiläumsveranstaltung gewährt. Mit 250 Stundenkilometern und natürlich viel Komfort soll in den 90er Jahren dieser ICE durch deutsche Lande rasen. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Heute Nacht im Südosten weitere Niederschläge, sonst stark bewölkt und trüb. Tiefstwerte um 4 Grad in Ostbayern nahe 0 Grad. Im Tagesverlauf allmählich auflockernde Bewölkung. Am Spätnachmittag im Westen wieder Bewölkungszunahme, gegen Abend Regen. Höchsttemperaturen im Westen 7 bis 0 Grad,
Im Osten 3 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten, Regenschauer, etwas kälter. Die nächsten Meldungen der Heute-Redaktion gegen 1.15 Uhr. Taiwan-Do-Gruppe aus Krefeld war das mit Kickboxen, Kung-Fu und Schwertkampf. Wir werden nachher noch mehr von dieser Gruppe sehen, dann sind auch Damen dabei und das geht vor allen Dingen auch Sie, meine Damen, auch hier an. Und zwar, man kann ja immer mal in die Verlegenheit kommen, sich irgendwo verteidigen zu müssen. Und wer hat dann schon die nötigen Karate-Schläge zur Hand? Wir wollen nachher mal demonstrieren, was man machen kann mit den ganz alltäglichen Gegenständen, mit einer Handtasche, einem Regenschirm oder einem Schlüsselbund. Das ist ganz interessant. Davon also, wie gesagt, später mehr gegen Ende der Sendung. Jetzt will ich Ihnen zunächst einmal unsere weiteren Gäste vorstellen und ich stehe nicht von ungefähr vor einem Globus. Wir haben nämlich Weltenbummler zu Gast. Weltenbummler in Sachen Sport und der erste ist mit und für den Fußball, ich glaube schon an jedem Plätzchen dieser Erde gewesen. Er hat gerade mit seiner Mannschaft in Japan die japanische Meisterschaft gewonnen. Er ist jetzt hier in Deutschland. Er hat viele Spitznamen, Rudi Rastlos, Riegel-Rudi, Rudi Gutendorf. Herzlich willkommen. Auch der nächste Gast ist mit einem Ball in der Welt, überall in der Welt unterwegs. Allerdings ist der Ball ein wenig kleiner, ungefähr so groß. Es ist ein Tennisball und ich freue mich, dass er heute Abend den Weg zu uns gefunden hat. Es ist Boris Becker. Und in seiner Begleitung sind sein Trainer Günter Bosch und sein Manager Jon Tiriak. Herzlich willkommen.
So viel zunächst einmal zu unseren Gästen. Ich will Ihnen kurz sagen, was wir im Programm haben. Wir haben Fußball, Fußball-Bundesliga, ganz klar. Dann haben wir Eisspeedway, Mannschaftsweltmeisterschaft, das Finale. Und wir gehen nach Rheinhausen zu den internationalen deutschen Badminton-Meisterschaften. Dann die üblichen Informationen und die kleinen Spielchen. Beginnen wollen wir aber mit dem Fußball. Und wir haben einmal drei Vereine beobachtet, die mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand stehen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, und als solche sind sie ja für den Gegner nicht ganz ungefährlich. Am erstaunlichsten ist das sicherlich bei Leverkusen, die ja zu Beginn mit viel Geld eine Menge gute Leute eingekauft haben. Und nun krebsen sie doch mit 22 Minuspunkten auf dem 14. Tabellenplatz herum. Also Geld macht eben doch nicht alles. Sie empfingen heute den HSV und Wolfram Esser war unser Beobachter am Spielfeldrand. Mit südländischer Aufwärmemethode stellte sich der HSV nach den langen Winterwochen vor. Trainer Happel hatte Gruppentherapie verordnet, hierzulande selten zu sehen. Er verzichtete auf Wuttke, heute 12. Mann, auf der Reservebank unten. Michael Schröder links wäre mit nichts aufzumöbeln gewesen. Er ist grippekrank. Ecke, HSV, die Mannschaft wirkte wirklich aufgewärmt. Gerhard Plessers, der Belgier, Nummer 6, in seinem zweiten Bundesligaspiel seine Talente zu erkennen. Bitteschön. Von Standard Lüttich gekommen. Auch mit Felix Magath, dem Kopf des HSV, verstand sich Plessers. Wieder Magath Plessers. Die Leverkusener schienen erst am Gegner richtig warm zu werden. Plessers natürlich auch mit Eingewöhnungsschwächen ans Bundesliga-Tempo. Schabum. Leverkusen, als sie Trittfasten. Schnell, zügig, Christian Schreier. Kunschar hatte in den zurückliegenden Spielen noch klare Chancen verpasst. Aber er kämpfte. Sie alle kämpften und Röber brachte Spiel in die teure Mannschaft. Gegen den HSV wurde sie allmählich hier ihr Geld wert. Vojtovic, Patzke direkt zu Vojtovic mit Mut zum Torschuss. Das war nicht immer so in Leverkusen. Winkelhofer und Gieske unbehelligt vom HSV. Vojtovic, eine Flanke zu Bumkunçar. Ja, 1:0 Leverkusen. Endlich wieder ein Tor des Koreaners. 34. Spielminute. Nochmal die Flanke und der gefühlvoll gedrehte Kopfball glücklich in den Torwinkel bei Uli Stein. Fast wie ein Stein Happel. Er ließ nur etwas Dampf ab. Dann brachte er Wuttke zur zweiten Halbzeit in Leverkusen. Beier schon in der Abwehr, ehe der HSV richtig Druck machte. Und dann passierte etwas ganz Einfaches. Das hier. Ein Abschlag von Rüdiger Vollborn mit viel Raumgewinn. Christian Hofmeister über den Kopf getippt. Schabum war da. 2:0 für Leverkusen. 49. Spielminute. Nochmal von Tor zu Tor in 8 Sekunden. Schabums zweiter Treffer gegen den HSV. Die Hamburger brachten für Plessers McGee. Leverkusens Trainer Kramer reagierte. Nimm ihn, du. Gemeint war der England erfahrene Jürgen Röber gegen den Schotten McGee. Hier. Dann steuerten Magath und Wuttke das Bayer-Tor an. Schiedsrichter Robert Walz musste den Chef der wankenden Abwehr vertreiben. Trainer Kramer. Kämpfen, kämpfen, meinte er. Das Spiel ging nicht nur auf seine Nerven, auch auf stabilere. Der HSV stürmte und verpasste. Leverkusen stemmte sich dagegen. Mal Kaltz, Van Heesen, Soler. Auf tiefem Boden immer wieder Regen, Verkrampfungen und Ermüdungen. Felix Magath befreite Falco Götz während des laufenden Spiels sogar von einem Krampf. Angst um den Vorsprung, auch bei den Nervenstärkeren. Und wie erlösend, endlich alle Fotografen beim Siegertrainer.
Der HSV nach dem 0:2 nicht mehr so geschlossen wie beim Aufwärmen. Die Leverkusener nach diesem Sieg bereit, endlich die Erwartungen zu erfüllen. Es geht schließlich auch um neue Verträge. Ja, und am Dienstag spielen sie gegen Frankfurt. Und haben sie also die Möglichkeit, innerhalb von 4 Tagen 4 Punkte zu machen. So, vor dem nächsten Kick ganz schnell die Lottozahlen. Die sind eben reingekommen. Ich will es Ihnen wie immer nicht vorenthalten. 1, 6, 14, 24, 40, 47, Zusatzzahl 15. Nochmal. 1, 6, 14, 24, 40, 47, Zusatzzahl 15. Wie immer ohne Gewähr. Und das gleiche gilt auch für das Spiel 77. 3, 3, 7, 2, 7, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 7, 2, 2. In Kaiserslautern hing heute vor dem Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt der Haussegen ganz schön schief. Trainer Krafts Stuhl soll mächtig gewackelt haben und er brauchte heute unbedingt einen Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Günther Peter Ploog ist für uns zum Betzenberg gereist. Manfred Kraft gibt trotz aller Spekulationen beim 1. FCK nach wie vor lautstark den Ton an. Es sei doch normal, dass man sich trenne, so sagt er. Es sei dummes Zeug, dass er schon in Düsseldorf unterschrieben habe. Und sein angeblich für Montag erwarteter Abschuss ist nach dem heutigen Spiel wohl hinfällig. Und das hat Kraft wohl auch der Frankfurter Eintracht zu verdanken. Erbarmen, zu spät, die Hessen kommen, keine Rede davon in der ersten Halbzeit. Da konnte man sich nur der Eintracht erbarmen, die den Lautern den Weg zur Führung planierte. Moser lässt Berthold aussteigen. 1:0 durch Hübner, schon nach 11 Minuten. Die Wiederholung. Eine Backpfeife für Berthold nannte Frankfurts Trainer Weise später diesen Fauxpas des Eintracht-Liberos, der nach dem guten Portugal-Spiel heute arg enttäuscht. Moser lässt dann auch noch Körbel aussteigen und Hübners 1:0 trotz Grippe und stark abseits verdächtiger Position. Die Eintracht ohne die Portugal-geschädigten Falkenmeier und Kroth, dafür aber mit einem weiteren Weisebubi, dem erst 19-jährigen Manfred Binz. In seinem ersten Bundesligaspiel war er noch überfordert. Die Eintracht patzte Lautern drängen. Nach 40 Minuten das 2:0 durch Thomas Alois. Und weiter lauterer Druck. Freistoß Breme, Hübner vorbei. Es hätte höher stehen können als 2:0 zur Pause vor nur 13.500 Zuschauern. Nach der Halbzeit verkehrte Welt. Jetzt dominierte Frankfurt. Freistoß Tobolik, die 52. Minute. Das 2:1 durch Harald Krämer, schon sein 9. Treffer. Die Wiederholung. Kurt Lang bedrängte Krämer zwar, aber der kam doch ziemlich ungehindert zum Kopfstoß. Frankfurt war dem Ausgleich nahe, die Lautrer hatten nur noch ganz wenige Chancen. Sie schossen zwar noch ein Tor, doch das galt nicht. Kitzmann und Trumm standen dabei im Abseits. Noch einmal, viel Mittelfeldfreiheit für Breme, dann sein Pass auf Alofs, doch Kitzmann und Trunk hatten sich zu weit vorgewagt. Die Frankfurter hatten nun das Kommando. Krämer Flanke, Svensson und Tobolik und wieder eine Chance vertan. Die zweite lauterer Großchance in der zweiten Halbzeit. Geier auf Moser. Der versetzt Berthold und wird dann von diesem gefoult am Arm gerissen. Keine Frage, trotz der Proteste, Elfmeter. Thomas Alofs. Vorbei. Etwa ein Meter fehlte am 3:1 für die Lautra. Die Eintracht stattdessen auf dem Weg zum 2:2. Moas Kopfball vorbei. Und nach diesem weiten Abschlag von Torhüter Pahl, Moers 2. Versuch, diesmal per Fuß. Und auch diesmal wieder vorbei. Es blieb beim 2:1 trotz aller Frankfurter Chancen. Und darüber waren wieder erwarten beide Trainer froh. Kraft, weil nach 6 Spielen endlich wieder mal ein Sieg gelang.
und er nun etwas ruhiger weiterarbeiten kann und offenbar auch Frankfurts Dietrich Weise. Im Grunde genommen freue ich mich dann, wenn man durch solche Backpfeifen dann auch verliert. Ich freue mich nicht über Niederlage, aber es ist eine Bestätigung dessen, was ich halt immer wieder versuche, unsere Spieler ranzubringen. Am schlimmsten ergeht es derzeit wohl den Dortmundern. 11 zu 25 Punkte und letzter Tabellenplatz, das gibt allerdings recht wenig Anlass zu Hoffnungen. Dennoch, ein angeschlagenes Wild ist ja nicht ganz ungefährlich und so kann auch das Duell des Tabellenletzten mit dem Tabellenersten Bayern seine Reize haben zur Wahl, wenn man bedenkt, dass die Bayern in Dortmund das letzte Mal vor 13 Jahren gewonnen haben. Damals noch im Stadion Rote Erde. Rolf Töpperwien meldet sich jetzt aus dem Westfalenstadion. Udo Lattek und Erich Ribbeck, zwei Fußballlehrer, die eine Punkteteilung unterschiedlich kommentierten. Wenn ich die Leistung meiner Mannschaft mit der zweiten Halbzeit gegen Uerdingen vergleiche, dann liegen also Welten dazwischen. Wir haben heute weit unter dem gespielt, was wir normalerweise spielen können. Ich hatte manchmal das Gefühl, als wenn wir wieder versuchten, den Gegner nur mit spielerischen Mitteln zu besiegen, und das in der Bundesliga nicht möglich. Und zum anderen hatte ich das Gefühl, dass vielleicht einige schon am Mittwoch gedacht haben an das schwere Europapokalspiel. Wir haben immer einen Schritt weniger getan, als wir es zum Beispiel am Dienstag getan haben. Das geht einfach nicht. Wir haben heute gegen den Tabellenführer gespielt. Sie haben gerade eben gehört, dass er schon besser gespielt hat. Das mag durchaus sein. Trotzdem ist es für uns ein Punkt, der mir persönlich zu der Hoffnung verhilft, dass wir aus eigener Kraft da unten rauskommen können. Wir haben zwar jetzt in den nächsten 4 Wochen weitere sehr schwere Spiele, aber ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass wir gegen Ende der Saison die Möglichkeit haben, Punkte zu holen, die uns dazu verhelfen, dass wir nicht absteigen. Für Borussia Dortmund ohne die gesperrten Egli und Schüler fing alles gut an. 7. Minute, Münchens Eder bringt Wegmann zu Fall. Freistoß. Ingo an der Brügge, 1:0. Noch einmal, Münchens Mauer. An der Brügge Schuss und Pfaff mit einer Faust wohl zu lässig. 7 Minuten später. Lothar Huber verletzt am Spielfeldrand. 10 Dortmunder gegen 11 Bayern, denen Bittier Folgendes zu bieten hat. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Gabor aus Berlin, Strafstoß. Die Wiederholung. Rüssmann quer zu Bittier. Und der lässt sich von Wohlfahrt völlig unnötig den Ball abnehmen und behindert den Münchner anschließend regelwidrig. Lothar Matthäus gegen Eike Immel. 1:1. Nach einer Viertelstunde stand das Endergebnis fest. Beide Mannschaften schienen damit zufrieden. Mut zum Risiko fanden in den verbleibenden 75 Minuten nur noch wenige. Storck inzwischen für Huber eingewechselt und nach viertelstündiger allgemeiner Verschnaufpause leitet eben dieser Storck die erste herausgespielte Torchance ein. Abgeschlossen von Michael Zorc. Wieder ein Zeitsprung über 14 Minuten hinweg. Dressel, Wegmann, Dortmunds gefährlichster Angreifer. Das war's dann auch schon aus der ersten Halbzeit. Pause vor 35.000 Zuschauern, die sich vom ersten Heimspiel seit 3 Monaten wahrlich mehr versprochen hatten. Zweite Halbzeit, 4 Minuten gespielt. Dremmler, Rüssmann gegen Hoeneß und Wohlfahrt. Immels beste Tag. Dritter Eckstoß, Bernd Dürnberger. Kopfball Hoeneß, Storck rettet auf der Linie. Dortmunds sage und schreibe einzige Möglichkeit in der zweiten Halbzeit nach genau einer Stunde. Storck, der angenehm überraschte, was man von Dressel hier beim Kopfball wirklich nicht behaupten konnte. Danach herrschte wieder Langeweile. Lerbys abgefälschter Schuss, der Schlusspunkt dieses höchst mittelmäßigen Spiels. Beide Mannschaften waren nicht oder kaum in der Lage, mal klare Torschancen herauszuspielen. Das Spiel stand unter einer gewissen Hektik.
Dortmund kämpft gegen den Abstieg und wir wollten unbedingt gewinnen, obwohl man das im Spielverlauf kaum sehen konnte. Ich war im Verlauf der zweiten Halbzeit froh über jede Minute, die voran. Ich habe noch zum Uli Hoeneß gesagt, ich bin froh, so wie es jetzt im Moment läuft, wenn wir das Spiel nicht verlieren. Aber wenn ich so nach links rüber geguckt habe zum Erich, dann hatte er genau das gleiche Gefühl. Wir beide standen dann am Spielfeldrand und haben zum Schiedsrichter gerufen, es war ein Abpfeifen, das hat er dann Gott sei Dank auch getan. Ein Glück, dass ein Schiedsrichter dem Udo Lattek auch mal einen Gefallen getan hat. Er hat ja normalerweise nicht gerade das beste Verhältnis zu Schiedsrichtern. So, wir werden jetzt mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Vor mehr als 20 Jahren erklärte ein deutscher Fußballtrainer eine völlig neue Taktik. Hier nun unser Meidericher System. Anpfiff, Müller zieht sich sofort zurück. Lotz oder Norden übernimmt die Aufgabe des Außenläufers. Müller der einzige Spieler ohne direkten Gegenspieler. Sie sehen, dass sich der Riegel schon formiert hat. Im entscheidenden Moment, wo wir es ganz schwer haben, zieht sich auch Krämer noch zurück, um hier den Riegel zu vervollständigen. Selbst Rahn kommt zurück und bietet sich hier als Anspielpunkt an. Das gleiche unser Evan de Vel, unser Linksaußen sogar. So ist praktisch eine Mauer entstanden, wo es schwer ein Durchkommen gibt. Sie sehen das hier, diese kleinen Lücken, wo auch Müller dann noch aushilft und hier entsprechend reingehen kann. Jedenfalls ist das Entscheidende, und da unterscheiden wir uns ganz deutlich von Maurermannschaften, dass wir nun den Zeitpunkt abwarten, wo wir stürmen können, bedingungslos, praktisch wie eine Spirale sind wir jetzt zusammengepresst und schnellen nach vorne, praktisch wie ein Panda oder ein Springer, der sich der in die Hocke geht, sich zusammenduckt und dann mit allen Mitteln eben stürmt. Uli Gutendorf, haben Sie sich wieder erkannt? Ja, schon. Das war natürlich eine fantastische Zeit mit den Meidericher Jungens. Aber ich glaube, man muss mehr Freude an der Zukunft haben. Man wird alt, wenn man mehr Freude an der Vergangenheit hat. Sie sind damals mit den Duisburgern, damals war das ja noch der Meidericher SV, Vizemeister geworden mit diesem System. Wie sehen Sie das heute eigentlich? Ich spiele es ab und zu noch mal in Japan oder auf den Fidschi-Inseln. Das ist natürlich heute, die kennen das nämlich nicht, aber ich könnte dieses Ding heute nicht mehr hier bringen in der Bundesliga. Aber es war schon der Anfang von offensiven Verteidigern. Ich habe damals den Sappert und den Heidemann gehabt. Es war überhaupt zum ersten Mal, dass die wie Außenstürmer gespielt haben. Und ich finde, dass das heute immer noch Gültigkeit hat. Wenigstens was dieses Zusammenziehen und dieses spiralenförmige nach vorne schnellen betrifft. Es ist immer noch guter Fußball. Sie sind jetzt gerade aus Japan zurückgekommen. Ihre Mannschaft Yomiuri hat die Meisterschaft gewonnen und den Tenno Cup. War das ein schweres Stück Arbeit? Ja, seit 20 Jahren besteht die Bundesliga in Japan. Detmar Kramer hat die damals gegründet. Und mein Club hat noch nie den Meister oder den Cup gewonnen. Und uns ist das in diesem Jahr, vergangenen Jahr, beides gelungen. Und viel Glück muss man natürlich auch dazu haben. Es ist alles perfekt gelaufen. Wenn Sie diese japanische Liga mal vergleichen würden mit unseren Ligen, wo würden Sie die einordnen? Schwer zu sagen. Ich weiß es auch nicht. Das muss man mal feststellen. Wir haben noch nicht gegen internationale Mannschaften gespielt. Ich komme vielleicht im August mit meiner Truppe hier nach Europa. Ich würde sagen, gute zweite Bundesliga. Mhm. Aber nicht alle Mannschaften, die Spitzenmannschaften in Japan, wozu meine Mannschaft auch gehört. Ja, vielleicht können wir das ja im August dann mal prüfen. Ich hoffe, dass das klappt. Aber wir spielen jetzt in die ostasiatische Meisterschaft mit der Landesmeister, ähnlich wie der Europapokal hier. Und es kann sein, dass wir da in Korea oder gegen Hongkong Meister spielen müssen im August. Aber sonst ist die Reise perfekt. Wie sind Sie denn mit den Japanern, mit Ihrer Sprache, mit Ihrer Mentalität eigentlich zurechtgekommen? Sprechen Sie Japanisch? Nee, ich kann die gängige Sprache spreche ich, aber Japanisch ist zu schwer zu lernen. Ich habe einen Dolmetscher, der glücklicherweise perfekt Deutsch spricht und in Köln auch Sport studiert hat. So klappt das ganz gut. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wo Sie überall schon waren? Haben Sie das noch im Kopf?
Ja. Sieben Bundesliga-Vereine waren es? Ja. Mhm. Ja, und ich habe in allen Kontinenten gearbeitet, entweder als Nationaltrainer oder mit einer Clubmannschaft. Australien, Südamerika, Asien schon öfter und in Afrika schon 3-4 Länder. Mhm. Und ich muss sagen, es macht mir Spaß. Das will nicht heißen, dass ich nicht auch gerne mal wieder in der Bundesliga arbeiten möchte. Haben Sie ein Angebot? Nee, ich habe noch einen Vertrag in Japan und werde den auch erfüllen, aber dann möchte ich auch ganz gerne zurückkommen. Mhm. Sie hätten noch mal Lust, in der Bundesliga zu sein? Es muss nicht Bundesliga sein, aber ich würde mal sagen, näheres Ausland. Ich würde gerne mal wieder, ich war ein Jahr in Spanien, in der Profiliga in Spanien oder auch Schweiz, aber es würde mich auch reizen, in der Bundesliga mal wieder zu zeigen. Speziell würde mich reizen, was ich glaube ich ganz gut kann, eine Mannschaft, die am Tabellenende rum ist, wie damals Schalke und der VfB Stuttgart, wo mir das gut gelungen ist, so zu motivieren, dass man sie unten rausholen kann. Ist denn Rudi Gutendorf die Reiserei leid? Nee, gar nicht. Nach der, ich muss es mal sagen, nach der Pleite beim HSV 1977 hat man sich ja gar nicht gerissen um mich hier in der Bundesliga, um das ehrlich zu sagen. Und ist das so für mich die Alternative geworden? Ich habe danach in Tansania, in Botswana, in Afrika, in Nepal, auf den Fidschi-Inseln, in Samoa und auch jetzt in Japan gearbeitet. Ich möchte diese Jahre ganz bestimmt nicht missen. Es war wunderschön, aber es ist auch wunderschön, mal wieder was anderes, wenn man mal wieder so die Atmosphäre in einem Bundesliga-Stadion wie in Schalke, wo ich sehr gerne gearbeitet habe, mit Erfolg, wenn man das mal wieder erleben könnte. Für die Frau an Ihrer Seite war das kein leichtes Leben? Nein, das ist für eine Frau, die wird das eines Tages mal leid, wenn man einmal oder zweimal rausgeschmissen wird oder weggeht, aber wenn das dann zu oft wird, dass die immer aus ihrem Lebensmilieu rausgerissen wird, dann wird das mit der Zeit gar nicht mehr so lustig für sie, speziell wenn eine Frau dann noch an die 40 oder 40 wird, wo sie lieber doch Kinder bekommt oder wenigstens ein Heim hat. Das sind natürlich des Lebens ungetrübte Freude, ward noch keinem irdischen zuteil, hat mal einer gesagt. Und das stimmt, man kann nicht alles haben. Wenn Sie so in den Ländern der dritten Welt waren, da hatten Sie ja nicht nur mit Fußball, Technik und Taktik sich auseinanderzusetzen, sondern wahrscheinlich auch mit der Kultur, mit den Eigenarten der Menschen da. Ja, da sind ganz verrückte Sachen schon passiert. Zum Beispiel in Tansania, wo ich auch die Nationalmannschaft trainiert habe und ganz großen Erfolg hatte, im Afrika-Pokal ins Endspiel gekommen bin und wo dann man mir gesagt hat, die Alten würden in diesem Endspiel auch etwas zu sagen. Sag ich, wir sind die Alten, ich stelle die Mannschaft auf. Dann hörte ich, dass das Medizinmänner sind, die da wirklich eingegriffen haben und mir Trappel und Durcheinander gemacht haben. Haben die Mannschaft aufgestellt? Ja, die wollten einen nicht drin haben. Und es ist auch gelungen, mein Assistent hat da mitgeholfen, dass der nicht gespielt hat. Aha. Und, wie ist es ausgegangen? Tja, wir haben es verloren gegen Kenia, das Endspiel 1-0. Aber vielleicht hätten wir es auch anders verloren. Aber diese Alten, die sind mir natürlich noch im Traum nachgegangen. Ein halbes Jahr Arbeit für nichts. Und manchmal haben die im Traum auch die Gesichter gehabt, die Schwarzen von Dr. Krohn und Canelas und Günter Siebert, mit denen ich gearbeitet habe. Ja, Rudi Gutendorf. Gibt es in Ihrem Leben noch was, was fehlt, was Sie unbedingt noch machen möchten? Ich habe immer schon als Kind sehe ich immer noch, heute noch den englischen Fußball als etwas an, was mir gefällt, diese Atmosphäre in den Stadien, dieses Nah-Dran-Sein, dieser Einsatz. Ich hätte immer gerne einen englischen Erstliga-Club mal trainiert, aber man kommt nicht rein. Die englische
Trainervereinigung ist so stark, die lassen keinen Ausländer rein. Mhm. Im Gegensatz zu den Deutschen, die da richtigerweise sehr tolerant sind. Und wir haben ja viele ausländische Trainer hier. Das ärgert mich ein bisschen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Ihnen nochmal der Einstieg in die Bundesliga hier klappt. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch ein kleines Stück nochmal vorführen. Das stammt aus dem Jahr 1977, auch etwas zurück, aber ich glaube, es ist sehr hübsch. Und zwar wurde Ihnen damals... Wo ist denn mein Kai aus der Kiste? Da ist es schon. Dachchen. Was meinst du, wie glücklich der ist? Zum ersten Mal kann er hier auf dem Platz ein Solo ohne Kron machen. Wenn wir schon allein hier auftreten, dann zieh doch wenigstens ein sauberes Blüschen an. Da sind ja überall Flecken drauf. Rudi! Ich glaube, es bahnt sich was an. Da bahnt sich was an? Was ist? Na, guck mal an, was da alles aufmarschiert.